willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Der liebe Bürgermeister kriegt so langsam sein Fett weg, zumindest von meiner Seite aus. Ich werde jetzt nochmal gucken, dass ich vielleicht noch ein, zwei Ladungen für einen Hans-Peter hier abfahre. Das Lohnunternehmen wird uns unsere Felder wieder anpflanzen. Die kriegen ja am Ende wieder die Ernte, das passt ja alles. Die haben was davon, ich habe was davon. Dem Bürgermeister haben wir letztes Mal ordentlich gesagt, wo der Hammer hängt. Ja, und wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Harry? Ah? Hallo? Hallo? So, was los? Ich hätte so eine Frage. Jo. Hast du was dagegen, wenn ich ein Stück Wald kaufen? Ja. Kommt drauf an, welches Land es ist. Ja, ich sehe hier, dass viel im Besitz von der Stadt ist. Ja. Das ich ist. Ich weiß nicht, ob man die bekommt. Die kannst du schon bekommen, normal. Ja, welches würde ich denn da. Ist die Frage, welches du haben willst. Ja, ist, weil der Bürgermeister hat gesagt, da muss ich den Förster fragen, ob der einverstanden ist. Okay, ja. Ein Stück Wald kaufen darf. Dann, ja klar, geht natürlich. Ist nur die Frage, welches? Dass man das verbuchen, weißt du? Weil, ja. Mit dem Forst ist halt, sind nun gewisse Auflagen verbunden. Du musst gucken, dass das Totholz alles verschwindet. Und es da keine Brandgefahr gibt. Hörst du? Ja, ja, ja. Ja. Und deshalb müsste ich das vorher auch nochmal anschauen dann. Was anschauen? Ne, das Waldgrundstück, dass ich den Bestand aufnehme, wie es gerade aussieht. Nicht, dass es nachher heißt, oh, das ist aber katastrophal gewesen und ich war das nicht und bla bla bla. Kennst du ja. Deshalb, wenn du mir sagst, welches Grundstück, dann komme ich das anschauen. Nehm den Forstbestand auf. Ja. Guck auch, ob. Ich mal mit dem Bürgermeister darüber. Ja, und dann sagst du mir einfach Bescheid. Jo, was? Okay, gut, bis dann. Ciao. Haben wir, kann er schon Forst machen. Aber ich muss halt wirklich noch den Bestand aufnehmen, weil nicht, dass der nachher kommt, oh, da war lauter Totholz, ich durfte alles abholzen. Nee, so läuft es nicht hier im Forst. Hey, was ist denn das? Okay, naja. Hallo, hier ist Herr Neumann. Volker Warner hier, hallo. Wegen Ihren Auftrag. Ja. Ich habe gerade gesehen, dass Ihr Feld 69 Kalk benötigt. Okay. Stimmt, das hat man, glaube ich, schon mal vor ein paar Tagen besprochen. Fällt mir gerade ein. Stimmt, ja. Jetzt muss ich es sagen. Da war ja nur das Problem, dass Sie einen Kalksteuer nicht finden konnten. Ja, der wurde geklaut. Okay. Ja, so ein Scheiß. Aber wer das war,
Weiß niemand. Haben Sie da Ersatz gekriegt? Ja, jetzt habe ich einen. Okay. Dann machen Sie das bitte auch. Jo. Das stellen Sie mir halt dann separat in Rechnung. Ja, ich glaube, das wird jetzt als erstes passieren. Ja, okay, passt. Tschüss. Gut. Bis dann, ciao. So, gut. Was ist denn heute los? Folge Varuna hier, hallo. Hallo. Und zwar, die Bäume, die sie letztens bei mir abtransportiert haben. Ja. Wir bräuchten 3 oder 4 Bäume. Also sie müssen die wieder aufforsten? Nee, nicht aufforsten. Vielleicht, sind sie beim Sepp zugange? Der hat ja da noch eine Menge, oder? Oh, ja. Ob sie da vielleicht mal fragen, ob wir da 4 von bekommen könnten. Das Problem ist, der Sepp ist heute nicht da. Ah, das ist... Ja. Blöd. Also sie bräuchten welche zur Absperrung vom Parkplatz, oder was? Nee, wir wollten eigentlich mit dem Jens Häcksler die Holzhäckseln, das vorführen. Ah. Okay. Ja, ist halt schlecht. Ich kann jetzt da schlecht über dem sein Holz verfügen. Ja, das verstehe ich. Ja. Ich weiß nicht, haben Sie vielleicht noch auf Ihrem Grundstück was, was wir abtransportieren könnten? Dann würde ich das machen. Ja, da hätte ich direkt neben mir beim Händler. Ja. Die Fläche ist ja auch gekauft von mir. Okay, dann. Noch ein paar Bäume. Dann würde ich da gleich vorbeikommen und dann klären wir das. Okay. Ah, jetzt klopft schon wieder jemand an. Also bis später, tschüss. Tschüss. Volker Varuna, hallo. Hallo, Varuna, hier steht es neu. Servus. Hat Hans-Peter schon mit dir gesprochen wegen dem Stämmen? Ja, er wollte ein paar Stämme haben. Wie viel hat er gesagt? 4 oder so. 4. Ich komme da. Kannst du aus den 4 10 machen? Ja, hoffe ich mal, dass er so viel vorrätig hat. Wir haben jetzt auch vereinbart, dass er das von sich beim Landhandel irgendwie was macht. Weil ich kann jetzt vom Sepp nicht einfach Stämme klauen. Also ich hätte dem Sepp die Stämme gezahlt. Ja. Wie gesagt, ich kann die jetzt nicht einfach entwenden. Ja, hast du schon recht. Moment, warte mal kurz. Ich kriege immer Bargeld hier. 47, 48. 3,49,3. Okay, gut. Ich denke mal, ich werde mit dem Hans-Peter sprechen, der kriegt das bestimmt irgendwie gebacken. Der hat gemeint, der macht ein paar bei sich beim Landhandel, beim Händler. Macht da ein paar weg. Okay. Ja, okay, passt. Dann machen wir es so. Passt. Gut. Bis dann. Ciao. Warte mal. Jo. Ist der orange Mercedes eigentlich von euch beim Sepp oben? Das von uns, ja. Da hängt hinten auch so ein China-Import dran. Der orange Mercedes ist von uns, ja, lass dann. Aber der China-Import nicht? Der China-Import ist auch von uns. Okay. Dann komme ich damit nämlich gerade rüber. Ah, jetzt klopft schon der nächste an. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Okay, passt. Okay, bis dann, passt. Ciao. Bye, ciao. Volker Varuna, hallo. Ah, hallo. Ah, jo, Harry, hallo. Ich, ein Waldstück. Auf. Ah, okay, sag mal an, welche Nummer? Welche Parzelle? Bei der oberen BGA, da oben. Also ober der oberen BGA. Okay, da wo man zum Hafen fährt, zur Stadt. Ja, und zwischen BGA und Shop. Okay, das ist gut, weil da fahre ich gerade sowieso hin, dann komme ich kurz rübergelaufen. Gucke ich mir das an. Ich komme jetzt auch dahin. Okay, super. Bis gleich. Ciao. Der verabschiedet sich nie, ey. Der legt einfach auf. Okay. So langsam drehe ich am Rad, ey. Heute klingelt das Telefon ununterbrochen.
So, dann latsche ich gerade mal rüber. Naja, von dem Waldstück spricht er bestimmt. So, dann gucken wir mal gerade. Der hier ist schon nicht mehr so gut. Okay. Ja, komm mal die Rinde. Okay. Ja. Das ist eigentlich ein guter Forstbestand. Ja. Hans-Peter läuft hier auch rum. Okay. Was sagst du? Hallo, Harry. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Ach, der Hans-Peter ist auch da. Ich muss, hier oben habe ich schon mal geguckt. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Was hast du denn damit vor? Harry? Abholzen. Oh, da kriegt man aber ein Problem, gell? Guten Tag. Neu anpflanzen. Ja, das Problem ist, der Forstbestand hier ist eigentlich zu gut zum Abholzen. Hallo, Hans. Hallo. Ich guck mal gerade weiter, ja? Ich melde mich gleich nochmal. Muss mal gerade noch ein bisschen die Baumrinde checken und so. Ja, die sind halt schon ideal zum Abholzen, gell? Die Holzindustrie. Sieht schon gut aus, ne? Ja. Die sind optimal gewachsen, also. Die Möbelindustrie zahlt dafür bestimmt super Geld. Ich weiß nicht, ob ich das durchkriege hier. Mit der Forstbehörde. Ich glaube, was ich durchkriege, ist, dass er hier so ein bisschen ausdünnt. Harry? Ja? Also komplett wirst du, glaube ich, nicht abholzen dürfen. Okay, dann sagen wir, wie abholzen. Ja, das muss ich gerade mal gucken. Also ich verstehe natürlich, das Sägewerk würde wahrscheinlich einen super Preis zahlen, weil die sind halt schon Premium-Qualität hier, die Bäume. So lang und gerade gewachsen, das gibt es selten heutzutage. Ja, selbst hier oben ist die Rinde noch gut. Ja. Sind sie ein Affe oder wie kommen sie da hoch? Na, ich habe Steigeisen. Kennen sie nicht von der Forstwirtschaft? Diese Kletterdinger. Kenn ich nur hier. Beim Skiurlaub. Upsa. Oder beim Pferd. So. Ja. Nee, ich habe da so spezielle Steigeisen. Also da kommt man manchmal den Baum da hoch. Aber auch nicht immer. Ja, ich würde mal Ihnen die markieren, die Sie abholzen dürfen. Ja, wie geht das? Dazu müssten Sie mir hier ein Papier unterschreiben, damit ich die Berechtigung dafür habe. Können Sie das gerade machen? Ja, haben Sie. Okay, gut. Dann markiere ich Ihnen die. Ich nehme alle, es werden so, ich weiß nicht. Vielleicht kriegen wir 50% kriegen wir vielleicht hin. Okay, aber wie markierst du den? Ich habe da hier so, warte mal. Muss mal gerade gucken, wo das war. Welche Hosentasche, ne? Ja, das ist immer der Stift ist immer so klein, den verliere ich oft. Moment. Hab's glaube ich gleich. Vielleicht. Oder auch nicht. Moment, ich suche noch. Vielleicht haben sie es auch nicht dabei. Könnte ja schon sein. Ja, das könnte auch sein. Das wäre aber doof. Vielleicht zu Hause liegen gelassen oder so. Das wäre auch doof. Ja. Ja, ich glaube, ich darf doch nicht hier.
Block. Achso, nee, das geht so nicht. Moment. Wenn du bei meinem... So, warte mal. Ich guck mal, ob ich die jetzt markieren kann. Ah ja. So, guck mal, den hier zum Beispiel. Den da, den da. Den da darfst du auch. Weißt du, wir gucken gerade mal, dass wir das einfach das ein bisschen ausdünnen hier. Ja. So. Okay, das würde passen, dann weiß ich genau. Genau, so, dann weißt du ganz genau, welche Bäume darfst du, damit es hier ein bisschen... Hast du so eine Frauen-Dings? Frauenhose, wo alles reinpasst? Ja, ja, ich habe eine Handtasche dabei. So, ja, nee, Hosentaschen. Okay, dann machen Sie das mal und... Ja, und dann sehen wir uns nach dem zweiten Frühstück wieder, würde ich sagen. Ja. Okay. Okay. Gut, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Herr Maruna, kommen Sie gleich dann zu mir? Ich komme dann zum Händler, ja genau. Da steht der LKW auch noch. Mhm. Okay. Gut. So. Sag mal, warum essen Sie eigentlich so viel? Immer. Wissen Sie, wie viel ich heute unterwegs war schon? Nee. So, warten Sie mal. Weiß ich nicht. Das muss ich gerade mal gucken, ob ich die Richtlinien eingehalten habe. Sind 2, 4, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13. 18, 29, ja, das sind so 30, 40 Bäumchen. Ich glaube, die, da sind wir noch voll im, ja, den hier kriegt er auch noch. So. Den kriegt er auch noch, der auch. So, gut, dann sind wir durch mit der Markierung. Multiple choice. So, aber wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe mal hier zweites Frühstück einnehmen. Hans-Peter, gehst du mit? Mhm. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Yeah.